Ich brauch das nicht. Ich brauch das nicht. Ich brauch das ganz und gar nicht. Ich brauch das nicht. Ich brauch das nicht. Ich brauch das nicht. Ich brauch das nicht. Ich brauch das! Also gut, Leute, hat jemand von euch schon mal ein Musikinstrument gespielt? Zählen Folterinstrumente auch? Nein. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Nein, Patrick, Mayonnaise ist kein Instrument. Meerrettich ist auch kein Instrument. Riechen Sie das? Dieser Gestank. Dieser stinkende Gestank. Dieser stinkende Gestank, der stinkt. Die Sache stinkt. Das sind Sardellen. Was? Sardellen! Meinst du, dass sie die Gedanken genommen haben, die wir gedacht haben und wollen, dass wir denken, dass unsere Gedanken, die wir gedacht haben, die Gedanken sind, die wir jetzt denken? Denkst du das? Okay, everybody. Let's get this over with. One, two, three, four. Mr. Thaddäus. Sie beide sind Thaddäus? Ich bin Thaddäus, er ist Thaddäus. Wir beide sind Thaddäus. Ich bin Thaddäus. Was für ein albernes Spiel treiben Sie hier eigentlich? Er ist Thaddäus, Sie sind Thaddäus. Ich bin Thaddäus. Gibt es hier noch weitere Thaddäus, von denen ich wissen sollte? Miau. Das Ding bietet dir doch überhaupt keinen Schutz. Glaub mir, das ist gut so. Siehst du, viel zu klein. Aber nicht, wenn ich mich klein mache. Ihr gebt mir ja gar nicht die Chance, mich klein zu machen. Seht ihr, da unten bin ich absolut ungesichert. Könntet ihr jetzt bitte aufhören zu werfen? Was starrt der Fettsack mich denn so an? Konzentration. Mach eine Fliege! Ganz nett haben Sie's hier. Wie kann man mit so einer dämlichen Idee bloß Geld verdienen? Wie kann man mit solch einer brillanten Idee nur kein Geld verdienen? Wir wussten gar nicht, was wir mit dem ganzen Geld machen sollen. Wir haben's vergraben, zerrissen und verbrannt. Aber schließlich haben wir beschlossen, es einfach zu verschenken. Beehren Sie uns wieder. Ich stell mich gleich wieder an. Geschafft! Jetzt muss ich hierbleiben und mir einen schönen Tag machen. Ich wusste gar nicht, dass die Busse so spät noch fahren. Tun sie auch nicht. Da ist aber jemand ausgestiegen. Der hackfleischende, fleischhackende, hackstockende Zerhackstückler. Der hackfleischhassende Zerhacker. Bist du bereit zum Kampf, Krabs? Aber immer, Erzfeind, wann und wo du willst. Das höre ich gern, denn heute wird das absolut unbesiegbare Team vom Abfalleimer deinen Panzer knacken. Das glaubst auch nur du. Ich hab nämlich einen Champion, SpongeBob. Zeig's ihm. Du kannst alles machen, was du willst. Jupp. Ich meine wirklich alles. Guck mal, ich verwandle mich jetzt in ein Hochhaus. Ganz einfach. Na? Ich kann auch eine Million mal da sein. Na? Jupp. Ach, Algengrütze. Ich guck mir einen anderen Traum an. Okay, aloha, SpongeBob. Und ich verspreche dir, bei unserer nächsten Begegnung wird mir diese Stadt zu Füßen liegen. Ein bisschen Kleingeld, Ma'am.
Wir sind tatsächlich mittendrin auf der großen Quallenfischermesse. Quallen sind einfach das Größte. Cool. Hochmoderne Quallennetze. Berührt. Nicht berühren. Wow, die Harpune aus Die Killerqualle Teil 2. Berühren. Nicht berühren. SpongeBob, jetzt mal ganz im Ernst. Findest du das nicht ein bisschen kindisch? Das ist Gisela Qualle. Warte, Gisela, ich muss dich berühren. Hey! Hey, du hast dich vorgedrängelt, du Schlumpf. Nee, mach ich nie. Nennst du mich etwa einen Lügner? Jedenfalls nenne ich dich den Schnucki.